Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, Sie wissen, wie Sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können? Ja. Wir vermuten, dass Sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Alles klar. Und woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Die gehören zu den Dexter. Aber wenn du vorhast, da hinzugehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Alles klar, danke. Dann machen wir uns mal auf. Ja, wohin denn jetzt? Ja, genau. Wir machen jetzt erstmal auf, eine Ork-Waffe zu besorgen. Für Rat, ja. Tja. Das werde ich mal ein bisschen schneller machen. Das geht mir hier auf den Sack hier, dass man so langsam ist. So. So, hier. Und, ah ja, genau. Wir reden erstmal mit Mika. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. Aus der Stadt? So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzubringen. Ach so, ist das. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Na, was meinst du? Ich denke mal, das können wir uns gönnen. Warum nicht? Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Naja, wir sprechen denn auch noch auf was an. Ich weiß ja schon was. Nachher. So, dann wollen wir erstmal hier ordentlich Monster verkloppen auf dem Weg hier. Ja. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Alles klar. Oh, hier ist noch Drachenwurzel. Cool. Oh, was habt ihr denn? Wollt ihr mich angreifen? Oh. Sehe ich aber nicht so gerne. Na. Zack. So. Mehr legt man sich ja nicht an, ne? Das wisst ihr ja alle. Oder solltet ihr eigentlich alle wissen, aber das ist allzu doof, um es zu kapieren. Tja, kann nichts machen, ne? Ja. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir gönnen uns erstmal hier übelst hin. Ah ja. Ah, hier sind auch ein paar Pflanzen. Ah, die hole ich gleich auf dem Rückweg. Goblinbeeren, oh. Okay. Hier sollten eigentlich irgendwo Ratten da sein. Ah, Ratten, ah, eklige Viecher. Sollte ich meucheln? So, da kommen, guck, da kommen sie auch schon. Riesenratte. Ja, komm. Was? Traust du nicht? Traust dich nicht, mich anzugreifen? Tja. Und, oh, Fleischwanze. Oh, eklig. Stirb, Fleischwanze. Ich kann doch nicht mal mit einem Schlag fertig machen. Stirb. Und stirb. Oh, übelst. So, dann wollen wir uns natürlich das Fleisch gönnen von den ganzen Viechern hier. Da super. Ist nichts zu holen. Okay, und da unten waren da auch noch ein paar Riesenratten. Käse, hm. Oh, Käse. Ein leckeres Käsebrot, oh. Hm. Oh, das wäre jetzt schön. Käsebrot, du. Ja, ja. So, dann speichere ich mal. Und so geht es runter zu den Ratten. Wo waren die denn? Da hinten sind sie doch. 2 an der Zahl. Und da hinten sind Molaratz. What the fuck? Stirb, Ratte. Ah. Ich bin mal gespannt, wie die Ratten noch hinkriegen. Die Molaratz, meine ich. Ja, so ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, wie kommt man auf die Idee, solche ekligen Viecher zu machen?
Imperialarbeit. Wie seid ihr auf die Viecher gekommen? Das würde ich ganz gerne wissen. Nein, nicht zermeucheln. Ich zermeuchel euch. So. Ich zermeuchel euch. Zermeucheln. Naja, meucheln. Meucheln reicht, glaube ich. So, da hinten seht ihr das. Da ist die Höhle, die, wo wir eine Orkwaffe finden. So, dann können wir natürlich sagen, Harad, oh, ich habe einen Ork getötet. Ah, hier ist die Orkwaffe, als Beweis. Oh, ja klar, kannst du machen. Hm, ja, hast du gemacht. Und jetzt, oh, darfst du bei einem der Meister als Lehrling anfangen. Ja, das ist doch perfekt, so. Vorher können wir uns hier, ah, Ratten. Schon wieder Ratten, ey, habe ich ganz vergessen, dass hier noch eine Ratte ist. Ah, ein Schlag, weg. Cool. Ja, hier waren irgendwie nichts zu plündern. Nein, hier waren noch mehr Pfeile, oder waren das schon alle? Ach, okay. Da war's. Ach, Fleischpflanze. Geht ja nicht. Da hinten sind Banditen drinne. Da rechts. Seht man ja. Da hinten, ne? Aber hier ist die Ork-Axt. Leichte Ork-Axt. Kann mal zeigen. Die Ork-Axt, man braucht 70, aber hat nur eine Stärke von 50. Das ist immer total doof. Ja, auf jeden Fall. Hat er das jetzt zweimal gesagt? Komisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Ork-Waffe, die wir brauchen für Harad. Ich weiß gar nicht, was war denn hier nochmal drin? Aha. Ein paar Dunkelpilze, okay. Tja. Ich kann ja mal probieren, die Banditen ordentlich zu meucheln. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich kann es ja mal probieren. Nicht? Ja. Ja. Spiel speichern. Zap, zap. So. Kamikaze! Ah, ne, hier sind noch Fleischpflanzen. Gönn ich mir natürlich auch noch vorher. So. Fleischpflanzen, die geben wir schönes Fleisch hier ab. Ah, jetzt kommt das hier, wollte ich, genau. Dann speichern wir nochmal. Ja, ich speichere gern. Das ist halt sehr wichtig bei Gothic. Da sind sie doch. Hä? Oder wo? Hä? Wollt ihr mich nicht töten? Herumtreiber sind das. Ja komm, stirb. Oh nein, ich will nicht sterben. Nein. Das hast du verdient, Mistkerl. Oh. Ob ich das echt verdient habe, das bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Okay. Das ist echt so doof. Am Anfang kann man kaum jemanden töten. Und jetzt bist du dran. Oh nein. Hilfe. Nein, Mika. Wie? Doch, Mika, ich sag. Wow. Hilf mir doch. Guck mal, wer mir auch wirklich folgt. Wie kann ich eigentlich zurückgucken? Ich kapiere das. Ah, auf Return war das vielleicht? Nein. Auf Return war das jetzt nicht. Auf Enter glaube ich jetzt auch nicht. Wow. Rennt er irgendwie schneller als ich oder was? Fuck. Bleib stehen, du Lump! Bleib stehen, du Lump! Ja, komm. Wollen auch Mika nicht warten lassen, ne? Hahaha. Mika, Hilfe! Wow, 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 wow. Mika! Hey! Brauch deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Ich werde von Monstern, ich werde von Banditen verfolgt. Ich werde von Banditen verfolgt. Tatsächlich? Wo sind sie denn? Hinter mir. Wenn du verfolgt wirst, müsste ich doch wenigstens einen von ihnen sehen, oder? Hinter mir ist doch einer. Ich mach dich. Ah! Mika, bist du doof? Ah, perfekt. Ich habe die Erfahrung gekriegt. Ah ja, so muss man das machen. Essenz der Heilung und silberner Ring. Ah, cool. Oh. Fuck, ich sehe aber keinen. Direkt hinter mir steht er. Oder. Bah, ey, doof, ey. Ja gut, ich werde mich dann nochmal da hinten gönnen. Zu dem anderen. Dann können wir den mal ordentlich meucheln, ne? Bis gleich. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir ihn alleine. Ob er uns alleine gewachsen ist. Also. Ich bin auch so fertig machen. Fertig. Ohne seinen Kumpel. So stark. Ach, die haben Degen. Ah. Ich habe mich schon gefragt, was sie für Waffen haben. Ja, komm. Schaffst mich eh nicht. Wow. Oder doch? Nein, Junge. Nein. Fuck.
Das schaffe ich aber noch. Du, das glaubt mir aber. Wenn ich das nicht habe, dann heiße ich nicht mehr Hans-Peter, du. Ach, jetzt ist schon wieder so gestreckt. Ey, wie kacke ist das denn? Ja, das müsst ihr jetzt mal aushalten. Ich bearbeite ihn erstmal mit einem ordentlichen Feuerball, ey. Boah. Du, Digga, du. Mit meinem Feuerball. Bildchen. Ich mach dich fertig. Ey, geil. Klappt ja super. Ah, super. Perfekt. Haha. Degen, ah. Ah, das ist ja perfekt geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch noch klappt. Feuerball, ey. Ich hätte Bronco mal mit dem Feuerball bearbeiten müssen. Scheiße. Fällt mir gerade mal so ein. Oh, was haben wir hier? Truhe Fisch und ein Hering. Ah, cool. Nein, ich wollte... Wow, Ratten! Fuck it. Was machen die denn hier? Drecksratten, komm her! Ach, die gönnt sich erstmal die Leiche. Ha. Wie geil ist das denn? Ha. Die ist hier extra hergekommen wie eine Leiche, ey. Tja, wie ist das? Gott, wie ist das denn, ey? Ey, Mann. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Fuck, ey. Ja. Tja, so ist das mal mit den Viechern hier. Alle wollen sie nur fressen und... Ah. Stirbt, ihr Fleischwanzen. Eure Erfahrung kann nicht gut gebrauchen. 10 Erfahrung pro... Da ist nichts so pro Viech, ey. Heavy, was? Zack. Oh, und da ist eine Ork-Statue. Weiß nicht, was. Sieht mir genauso aus wie da, wo wir einen Fokus hergeholt haben mit Gorn. Diese Klosterruine, ne? Sieht wirklich danach aus. Hm, komisch. Okay. Dann gehen wir uns da wieder erstmal in die Stadt nach Harad, ne? Bis gleich. So, dann nerven wir mal hier in seinem Haus. Wo ist Harad? Harad. Wir haben die Ork-Waffe. Komm, steh auf, Junge. Du hast hier nichts zu suchen. Du hast hier nichts zu suchen. Oh, Mann. Ist echt gemein. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Tja, dann müssen wir wohl übernachten. Na, toll, bis gleich. So, jetzt aber Harad, wir haben die Ork-Waffe. Hey, was willst du? Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Cool. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Cool. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Das finde ich doch gut. Okay, dann reden wir mit Bospa. Bospa, ja, wir wollen bei dir anfangen. Oh. Zack, komm her. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Konstantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du willst. Okay, dann ich bin dabei. Ich bin dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Okay, ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Was? Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Cool, okay, das war's dann fürs erste Mal. Ich bin jetzt endlich mal Lehrling hier in Korinus geworden. Und in der nächsten Folge dann machen wir ein paar andere Quests. In der Hafenstadt, glaube ich. Ja, ich bin Endgame, wir spielen Gothic 2. Bis zum nächsten Part. Tschüssi.